Dankeschön. Was glaubt ihr, ist die Frage, die mir von den Eltern in meinen Coachings, Trainings, Seminaren, Vorträgen am häufigsten gestellt wird, und zwar mit Abstand? Die Frage lautet: Herr Möller, mein Kind ist beim Lernen so unmotiviert. Was kann ich denn bloß tun? Wie viele von euch möchten da auch eine Antwort haben? Okay. Also, was ihr tun könnt, geht in die Apotheke, kauft doch für euch eine Flasche heitere Gelassenheit, Augen zu und durch. Das erstmal so als Grundaussage. Natürlich könnt ihr trotzdem etwas tun, um eure Kinder zu motivieren, zumindest im gewissen Rahmen. Und genau darum soll es in den nächsten 20 Minuten gehen, aber auch darum, warum unsere Kinder oftmals denn unmotiviert erscheinen. Mein Name ist Jürgen Möller, ich bin Lehrer, Vater und Bildungsaktivist. Warum Bildungsaktivist? Weil ich mit meinen Erfahrungen als Schüler in Systemschule und als Lehrer in Systemschule, Privatgymnasium, Grundschule, Brennpunktschule in Berlin oder Köln, war alles dabei, ich nach diesen Zeiten gemerkt habe, dass ich aktiv werden muss, weil wir alle im Bereich der Bildung aktiv werden müssen, denn es geht um unsere Kinder und die sind unsere Zukunft. Und unsere Kinder befinden sich in einem System, das sie eher klein macht, anstatt stark, groß und selbstbewusst. So war das bei mir früher auch. Also ich wusste nach meiner Schulzeit sehr viel darüber, was ich alles nicht kann. Ich wusste sehr wenig darüber, was ich alles kann. Und ich frage euch mal direkt, wie viele von euch möchten denn ihren Kindern ein erfolgreiches, aber vor allen Dingen glückliches Leben ermöglichen? Schön ist die Mehrheit. Ja. Und wie wäre es denn dann, wenn das Thema Schule nicht immer nur mit Stress, Streit, Anstrengung für alle Beteiligten oder gar Angst verbunden ist? Wäre das etwas, wofür es sich lohnen würde, daran zu arbeiten? Wie viele von euch sind bereit, heute Abend diesen Weg ein Stück weit neu zu starten? Vielen Dank. Dann macht euch darauf bereit, heute ganz viel über Bord zu werfen. Und damit meine ich nicht eure Kinder, sondern das, was ihr über das Thema Motivation zu wissen glaubt. Und das Erste, von dem ihr euch verabschieden dürft, ist die Idee oder der Gedanke, dass eure Kinder nicht motiviert sind. Jedes Kind ist motiviert. Jedes Kind will lernen. Das Gehirn ist darauf programmiert, so viel lernen zu wollen wie möglich. Und denkt doch mal an die leuchtenden Augen eurer Kinder zurück, als sie vor dem ersten Schultag stolz wie Bolle mit der Schultüte in der Hand dem ersten Schultag entgegengefiebert haben. Unsere Kinder wollten die Welt erobern, waren neugierig, haben Fragen gestellt, so viele Fragen. Ja, meine Tochter Lene ist gerade auch in einer Phase, wo sie wahnsinnig viele Fragen stellt. Papa, warum darf man gelben Schnee nicht essen? Aber was passiert mit unseren Kindern, wenn sie in die Schule kommen? Dann stellen sie kaum noch Fragen. Der Einzige, der dann noch Fragen stellt, sind die Lehrer, die eigentlich alles wissen. Weil Fragen ab dem Zeitpunkt bedeutet, dass wir etwas nicht verstanden haben, dass wir etwas nicht wissen, und das wird bewertet. Ab dem Zeitpunkt, wo unsere Kinder in die Schule kommen, sind sie zum ersten Mal in einem Bewertungssystem. Sie werden bewertet für das, was sie machen. Stündlich, minütlich, aus Kindersicht eigentlich immer. Ich frage mich immer, ob wir das aushalten würden, wenn wir in unserem Job minütlich bewertet werden, was es mit uns machen würde. Und der Wert, der unseren Kindern dann gegeben wird, der wird zu ihrem Selbstwertgefühl. Und dieses Selbstwertgefühl ist sehr gefährlich, denn es ist oftmals dieses Ich-bin-nicht-gut-genug-Gefühl. Wie viele von euch kennen Menschen, die dieses Gefühl haben? Ja, da fragt man sich, woher das kommt. Denn selbst wenn eure Kinder eine Klassenarbeit zurückbekommen, die richtig gut ist, was ist davon angestrichen? Fehler. Und dabei verlieren unsere Kinder oftmals aus den Augen, dass sie meistens viel mehr richtig machen als falsch. Und sie entwickeln Ängste vor Fehlern. Und wie reagieren wir als Eltern? Wir machen uns Sorgen. Wir schicken unsere Kinder in die Nachhilfe, damit sie einen Notenschnitt erreichen. Ein Schnitt? Wir schicken sie zu Ärzten. Wir geben ihnen Medikamente. Und unsere Kinder so, also irgendwas stimmt nicht mit mir. Also muss man sich da wirklich wundern, wenn unsere Kinder nicht motiviert in die Schule gehen, sich nicht fürs schulische Lernen motivieren können? Dabei ist es nie das Problem der Motivation. Das, was unseren Kindern fehlt, ist oftmals die sogenannte Volition, das heißt die Umsetzungskompetenz, das heißt, sie wissen nicht, wie sie am besten lernen.
wie sie ihre Potenziale entwickeln können, wie sie ihr Gehirn am besten einsetzen können. Ja, eigentlich ist das Aufgabe von Schule, steht sogar im Lehrplan drin. Wie so viele andere Dinge auch, wie Wissen vermitteln. Und das ist auch gut, dass Wissen vermittelt wird. Unsere Kinder brauchen Wissen. Nur wenn ich Wissen habe, kann ich Wissen miteinander verknüpfen und auch eine Urteilsfähigkeit entwickeln. Insofern können wir es uns nicht erlauben, sämtliches Wissen auf externe Festplatten, auf Google und Wikipedia-Server auszulagern. Wir brauchen Wissen. Ja. Aber was schätzt ihr denn? Wie viel Prozent von dem, was ihr früher in der Schule gelernt habt, wisst ihr heute noch? Wie viel Prozent? 20 Prozent? 30? 0 Prozent? Was? 100 Prozent? 95 Prozent von dem, was du früher in der Schule gelernt hast, hast du längst wieder vergessen. Und dafür wurde so ein Riesenaufwand betrieben. Ja. Und in Anbetracht der gigantischen Veränderung, denen wir uns in diesen Zeiten stellen müssen, muss ein Umdenken stattfinden. Schule darf sich ändern nach über 100 Jahren. Wenn wir uns überlegen, wie sich in Deutschland in den letzten 100 Jahren alles verändert hat, Politik, Gesellschaft, Arbeitswelt, aber wie wenig sich Schule im Vergleich dazu entwickelt hat, nämlich fast gar nicht. Da muss man sich auch nicht wundern, dass Schule nicht die Antworten für unsere Kinder parat hat auf die Fragen, die sie haben, nämlich wie führe ich ein glückliches Leben? Und es geht mir bei dieser Kritik am Schulsystem nicht ums Lehrerbashing, ganz im Gegenteil, auch selbst Lehrer. Wie viele Lehrer und Lehrerinnen sind hier? Ein paar. Okay, ja. Ihr seid ja auch nur gefangen im System und wünscht euch Veränderungen. Und diese Veränderungen werden kommen. Das ist unumstößlich. Das System wird scheitern. Nicht mehr die Kinder im System. Und wie gesagt, wir wünschen uns alle Veränderungen. Veränderungen werden kommen. Und es gibt so wahnsinnig tolle Konzepte, so wahnsinnig tolle, engagierte Kollegen, die auch nur ausgebremst werden. Und die brauchen unsere Unterstützung, indem wir ihnen zeigen, dass wir auch diese Veränderung wollen. Und dass wir zeigen, dass wir auch selbst bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und bei uns anfangen, bei unseren Familien. Denn Veränderung beginnt immer bei uns, in unseren Familien. Dass wir nicht das weitergegeben, was und wie wir früher gelernt haben. Wo es zum Beispiel noch okay war, bei schlechten Leistungen Backpfeifen zu verteilen. Und ich sprach eben von Veränderung. Die traurige Wahrheit ist aber, eure Kinder, die jetzt in der Schule sind, die werden womöglich von dieser Veränderung nichts mehr haben. Deshalb ist es mir in meiner Arbeit auch so wichtig, nicht nur für große Ziele, für die große Revolution, für die Bildungsevolution zu kämpfen, sondern auch den Kindern, den Familien, die jetzt in der Schule sind, ihnen auch Unterstützung anzubieten, damit sie mit den Anforderungen, die ihnen jetzt gestellt werden, auch besser umgehen können. Und deshalb möchte ich auch heute Abend eure Motivation in Volition umwandeln, dass ihr Dinge direkt umsetzen könnt, zu Hause, um das Lernen zu einem positiven Erlebnis werden zu lassen. Weil ihr wisst, wie ihr eure Kinder motivieren könnt. Und Motivation ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema und da gibt es leider bis heute keinen Schalter, den man einfach so anknipsen kann und plötzlich gehen unsere Kinder völlig euphorisch an die Dinge der Welt heran. Erst recht nicht in der Pubertät. Aber das ist eine so wahnsinnig spannende Zeit, auch kurz vorher schon, da passieren im Gehirn wahnsinnig viele spannende Dinge, ganze Areale werden neu angeordnet, Synapsen werden eliminiert, emotionale Sicherheit geht verloren. Im Prinzip könnt ihr in dieser Phase auch erstmal Zettel an die Stirn eures Kindes kleben, auf dem steht, wegen Umbauarbeiten geschlossen. Und denn ihr wisst ja auch ganz genau, zu welchen unglaublichen Dingen eure Kinder da fähig sind, wenn sie sich mit Lernstoff beschäftigen, den sie spannend finden. Die können 50 Instagram-Influencer auswendig aufsagen. Die können genau sagen, wann Marco Reus in welchem Spiel, in welcher Minute das 1:0 geschossen hat, vor wie vielen Zuschauern. Ja, aber sich 7 Vokabeln zu merken, geht plötzlich nicht. Das liegt natürlich an dem Unterschied von der intrinsischen Motivation, die von innen kommt, und der extrinsischen Motivation, die von außen kommt. Wenn unsere Kinder motiviert sind, wenn sie sich für eine Sache begeistern, dann sind sie im sogenannten Lernflow, dann fließt alles, dann fühlt sich Lernen gar nicht wie Lernen an, sondern leicht. Leider ist es in der Schule nicht immer der Fall, dass unsere Kinder nur mit Lernstoff konfrontiert werden, den sie wahnsinnig spannend finden. Das war bei euch früher bestimmt auch nicht so. Ist auch wahrscheinlich heute nur am Job nicht immer so. Oder findet ihr jede Sekunde alles super spannend, was da von euch verlangt wird? Und was motiviert euch weiterzumachen?
Das Geld, genau. Ja. Ihr werdet bezahlt dafür, motiviert zu bleiben. Ja. Manchmal ist sogar Schmerzensgeld. Aber diese extrinsische Motivation, die kann nie so stark sein, wie die, die von innen kommt. Aber wir können ja mal sammeln. Wie motiviert ihr denn eure Kinder extrinsisch von außen? Was sind so eure Versuche, eure Kinder zu motivieren zu besserer Leistung? Geld, ja, okay, Geld. Gehen wir gleich drüber. Wie viel springt das überhaupt rum zu meiner 2 in Mathe? Wie viel gibt's da? Ja. 10 Euro. Ja. Wie viele von euch loben denn ihre Kinder bei guten Leistungen? Okay, wie viele von euch belohnen ihre Kinder bei guten Leistungen? Okay, jetzt sind sie einige unsicher. Klingt ein bisschen nach Fangfrage. Ja. Also, ihr macht damit nichts falsch, wenn ihr eure Kinder belohnt. Trotzdem gibt es ein paar Dinge zu beachten, wenn es um Belohnung geht. Denn was versprecht ihr euch von Belohnung? Also erstmal ist es natürlich eine Anerkennung einer guten Leistung. Hast du gut gemacht, kriegst du was dafür. Möglicherweise versprecht ihr euch davon aber auch eine gesteigerte Motivation. Was aber wäre, wenn ich euch sage, dass ihr damit genau das Gegenteil erreicht? Denn überspitzt gesagt, belohnt ist das neue Bestrafen. Es gibt da so ganz erstaunliche Erkenntnisse aus der Wissenschaft. Ich erzähle euch mal von einer Studie. Da hat man hunderte von Kindern über einen längeren Zeitraum beobachtet und begleitet und ihnen nach einer Tätigkeit, die sie eigentlich gerne machen, nämlich malen, hat man irgendwann angefangen, ihnen dafür eine Belohnung zu geben. Und dann ist etwas ganz Spannendes, etwas Trauriges passiert. Die Kinder, die eigentlich vorher voller Freude gemalt haben, haben plötzlich im Laufe der Zeit immer weniger Lust an der Tätigkeit malen. Warum? Weil zu dieser intrinsischen Motivation, dass sie etwas gerne tun, eine Zusatzinformation im Gehirn angedockt wurde. Dass sie etwas dafür bekommen. Das heißt, sie haben nicht mehr gemalt, weil sie Spaß haben, sondern weil sie dafür etwas bekommen. Und was passiert, wenn mal keine Belohnung stattfindet? Haben unsere Kinder sich erstmal an Belohnung gewöhnt, kommt das Weglassen einer Belohnung eine Bestrafung gleich. Und selbst wenn ihr das knallhart durchzieht, immer zu belohnen, die Ansprüche steigern sich natürlich. Und irgendwann wollen die Kinder für eine 2 Mathe eine Playstation haben. Und zwar die mit DualShock, Prozessor, Controller, was weiß ich, die Deluxe-Variante auf jeden Fall. Das bedeutet nicht, dass ihr eure Kinder nicht belohnen dürft bei guten Leistungen. Trotzdem gibt es ein paar Dinge zu beachten, damit dieser Effekt, den ich gerade beschrieben habe, eben nicht passiert. Erstens, belohnt Anstrengung, nicht die Noten. Die Note steht nicht immer in einem fairen Verhältnis zu der Anstrengung, die dein Kind vorbetrieben hat. Das heißt, es kann sich wirklich angestrengt haben, hat alles gegeben, trotzdem fällt die Note nicht entsprechend aus. Vielleicht auch aus Gründen, die dein Kind gar nicht in der Hand hat. Blackout, hat ja nichts mit dem Potenzial zu tun. Wenn du dir von Belohnung einen Motivationsschub versprichst, direkte Anstrengung belohnt und zweitens unmittelbar belohnt. Denn wenn eine Belohnung Wochen später stattfindet, wenn eine Klassenarbeit zurückgegeben wird oder ein Zeugnis verteilt wird, dann steht diese Belohnung nicht im direkten Zusammenhang mit der Anstrengung. Das ist deshalb viel weniger sinnvoll eingesetzt. Also wenn dein Kind sich hinsetzt, 30 Mathe lernt, ohne rumzumohnen und dann im direkten Anschluss eine Belohnung stattfindet, dann steht diese Belohnung auch im direkten Zusammenhang mit der Anstrengung. Drittens, belohnt unerwartbar, überraschend, damit eben der Effekt, den ich gerade beschrieben habe, erst gar nicht auftritt. Und viertens, und eigentlich am wichtigsten, belohnt nicht materiell, sondern mit dem Wertvollsten, was ihr schenken könnt. Was ist das? Zeit. Zeit, Liebe, Aufmerksamkeit. Stellt schöne Dinge in Aussicht, die ihr gemeinsam erlebt. Kreiert spannende Lebensmomente, an die ihr euch erinnern könnt. Das ist im Bereich der Motivation viel mehr wert. Und der zweite Aspekt, über den ich im Bereich der extrinsischen Motivation mit euch sprechen möchte, ist der Bereich des Lobens. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Macht ein Lob haben kann. Welche Macht die positive Sprache haben kann. Wir haben ja oftmals selbst das Problem, dass wir nicht an uns selbst glauben. Geplagt werden von Selbstzweifeln. Wir sind ja auch in diesem System groß geworden, in dem auf Fehler geachtet wird. Deswegen ist es so wichtig, dass jemand an uns glaubt. Und wie sehr uns das beflügelt, wenn jemand an uns glaubt. Wenn man Lob bekommt vom Chef, von der Chefin, vom Partner, von der Partnerin. Deshalb müssen wir auch unsere Kinder glauben, dass sie alles schaffen können. Ich habe meinen Schülern vor der Klassenarbeit auch immer gesagt, Mensch, jetzt habt ihr 7 Jahre lang an Weihnachtsmann geglaubt, jetzt könnt ihr auch mal eine Stunde lang an euch glauben. Deshalb ist es so wichtig, mit ausschließlich positiv bestärkenden Botschaften zu arbeiten. Denn dann passiert etwas Unglaubliches, wissenschaftlich bewiesen. Diese Gedanken beeinflussen die Fähigkeiten deines Kindes. Traut dein Kind sich viel zu, schafft es viel. Traut es sich wenig zu, schafft es wenig. Und da haben wir natürlich einen unglaublichen Einflussbereich auf unsere Kinder.
dass sie ihre Potenziale entfalten können. Die Macht der positiven Worte nährt uns derweil über den negativen Weg. Sagt euren Kindern immer das, was ihr euch gerne wünscht, nicht das, was ihr euch nicht wünscht. Ihr sagt jetzt auch nicht im Restaurant zum Kellner bei der Bestellung, ich hätte gern kein Schnitzel. Sondern ihr sagt, was ihr gerne hättet. Und wenn du zum Beispiel dein Kind beruhigen willst, am nächsten Tag steht die Mathearbeit an, du gehst nochmal ins Kinderzimmer, setzt dich auf die Bettkante. Du, Sophie, morgen die Mathearbeit. Da brauchst du gar keine Angst zu haben. Was wird dein Kind haben? Angst. Ich verspreche dir, dein Kind wird eine unruhige Nacht verbringen. Auch wenn es vorher noch keine Angst hatte, jetzt wo du es erwähnst, ja, wird all das aktiviert. Dein Gehirn ist das Wort nicht piekschnutzegal. Es wird sofort all das, was du bei Mathe Angst abgespeichert ist, wird dadurch aktiviert. Ach stimmt, ich könnte auch Angst haben. Danke, dass du es erwähnst. Ja. Also immer positiv erwähnen, positiv bestärken. Und selbst wenn wir positiv bestärken und vermeintlich loben, erwischen wir uns oftmals dabei, dass wir eher über den negativen Weg loben. Sophie, morgen Mathearbeit. Da kannst du richtig beruhigt reingehen. Wir haben mal zusammen gelernt und bei den 10 Aufgaben, da hast du nur 2 Fehler gemacht. Warum verdammt nochmal sagen, nicht du hast 8 richtig gemacht? Ja, weil wir auch eben so drauf getriggert sind, dass wir über die Fehler sprechen. Und wenn wir über Druck und Angst zu versagen sprechen in der Schule, das kennen wir doch auch noch alles. Diese Erfahrung haben wir doch alle gemacht. Entweder haben wir sie verdrängt oder sehen wir es normal an, dass es eben normal ist, dass Lernen mit negativen Emotionen verknüpft ist. Aber nimm doch mal einen Perspektivwechsel vor. Und das ist der springende Punkt, den wir oftmals vergessen. Schule ist anstrengend. Stell dir vor, du kommst vom anstrengenden Arbeitstag nach Hause. War richtig viel los. Ja? Dir brummt der Schädel. Dein Kind steht an der Tür. Das Erste, was dein Kind fragt, ist, und? Hat dein Chef wieder mit dir geschimpft? Musst du noch was tun, dann fängst du damit an, jetzt oder vielleicht erst in 2 Stunden, da wärst du doch auch genervt. Also die Kinder erstmal ankommen lassen. Kinder sind in erster Linie Kinder und nicht Schüler und Schülerinnen. Den Kindern Freiräume geben. Ohne Freiräume wird dein Kind immer um diese Freiräume kämpfen. Und zwar gegen dich. Aber ich bin mir sicher, dass du das bis jetzt schon ganz großartig gemacht habt und auch zukünftig großartig machen werdet. Und deshalb klopft mal euren Nachbarn oder eure Nachbarn auf die Schulter und sagt, du bist eine gute Mama, du bist ein guter Papa oder ein guter Pädagoge. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mindestens eine der Sachen auf euch zutreffen. Was brauchen unsere Kinder, um motiviert ihre eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und ihre Zukunft anzugehen? Liebe, Vorbilder, dazu haben wir ganz viel eben gehört, und das Wissen darüber, wie sie am besten lernen können. Meine Schulzeit war überhaupt nicht glücklich. Und das ist deswegen auch mein Herzensthema. Kinder und Familien dabei zu unterstützen, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass zu Hause nur über Schule gestritten wird, dass das Thema Schule im Familienalltag dominiert oder gar torpediert. Das ist zum Beispiel bei mir der Fall war. Und ich hoffe, es ist okay, wenn ich Ihnen kurz noch erzähle, wie ich vielleicht auch dein Kind unterstützen kann. Ich habe nämlich, wie Silvia schon erwähnt, ein Online-Programm entwickelt, in das ich all meine Erfahrungen der letzten 20 Jahre in der pädagogischen Arbeit mit Kindern gepackt habe, wo es wirklich darum geht, den Kindern die Kompetenzen zu vermitteln, die sie benötigen, um angstfrei, wertgeschätzt und glücklich ihre Potenziale entfalten zu dürfen. Kommen Sie jede Woche Material von mir, Videos, persönliche Sprechstunden. Wer darüber mehr wissen möchte, kommt gleich einfach an den Stand. Könnt das gerne kostenlos ausprobieren. Kommt einfach zu mir. Aber es geht gar nicht um mich. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie eure Kinder besser lernen können, wie ihr sie dabei unterstützen könnt. Ja? Lest euch ein, besucht Seminare, Fortbildung, geht zum Lerncoach in deinem Ort. Das müsst ihr nicht bei mir machen. Hauptsache, dass ihr aktiv werdet. Aber vor allen Dingen, sei du das Vorbild für deine Kinder und bereite den Boden so vor, damit dein Kind sein volles Potenzial eben angstfrei, wertgeschätzt und glücklich entfalten kann. Und dass es wachsen darf. Und wenn wir beim Thema Wachsen sind, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Lasst uns gemeinsam die Veränderung werden, die wir uns wünschen und in unseren Familien anfangen. Lasst uns den Druck rausnehmen.
Lasst uns auch die Leistung unserer Kinder würdigen, auch außerhalb des schulischen Kontextes. Eine 5 in Mathe ist kein Stoppschild für ein glückliches Leben. Umgekehrt ist ein gutes Abitur auch noch längst keine Eintrittskarte in ein gutes Leben, ein glückliches Leben. Aber jedes Kind hat das Recht auf eine glückliche Schulzeit. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich finde es toll, großartig, dass ihr heute Abend hier hingekommen seid. Vor allen Dingen eure Kinder werden es euch danken. Vielen Dank.